Herbstmess 2019 bei Delta Möbelhag, schönstes Wanderwetter. Aber das Haus war voll, gerammelt voll. Delta Möbel für mich ein Hauch von Lafayette. Auf ganz verschiedenen Etagen gibt es unendlich viel zu sehen. Wohnen, Essen, Schlafen, Küche, Garten, Beleuchtung, Boutique und Haushalt, Büro, Garderobe, Kleinmöbel, Teppich, Outlet und dann eben man kann liften und sich eben das auch ein bisschen reinsaugen. Was ist wo zu sehen? 17'500 Quadratmeter, das ist das Delta-Feeling, das man hier erleben kann. Und natürlich bei dieser Hausmesse, wo alles voll ist, natürlich nochmal etwas Spezielles mit verschiedenen Events, Koch-Events, dann eben auch die Ballon, ja, und ein Haufen anderes natürlich. Aber vieles von dem, was ihr hier seht, das ist eben hier bei Delta Möbel Alltag. Mit weniger Leuten natürlich. Ich wiederhole nochmal ganz schnell: 1800 Lampen, 200 Polstergruppen und dann natürlich eben jede Menge an Küchen, Schlafkomfort, verschiedene Matratzenhersteller und so weiter. Also man kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen und es wird einem nie zu langweilig. Mit 17'500 Quadratmeter, ja, läuft man auch eine ordentliche Strecke, wenn wir da wieder dabei sind und überall wieder Christa in Gott sind. Kommst du wegen der Eltern her oder wegen der Christa? Wegen der Christa. So ist das. Beides. Beides. Wieso leider? Beides. Ja, ich denke, wir schauen sicher nachher an. Kurz geht die Ausstellung durch und hat immer interessante und schöne Sachen. Aber natürlich auch wegen der Christa, weil wir sie kennen. Immer freundlich, immer kommunikativ, Christa Rigozzi hier bei der Hausmesse. Aber sie ist ja auch sonst hier in Form von Bildern. Christa, wenn man Delta-Möbel sieht, alle LKWs und so weiter, Christa liegt irgendwo, steht irgendwo, es geht ohne Christa nicht. Wie bist du zu Delta-Möbel gekommen? Also Delta-Möbel und ich sind eine wunderschöne Familie, schon seit vielen Jahren eigentlich. Ich kenne sie seit 14 Jahren und ich bin natürlich eine Delta-Friend, Delta-Kundin, Delta-Liebhaberin und so ist unsere Freundschaft entstanden. Also zuerst natürlich war eine Zusammenarbeit vor 14 Jahren, aber jetzt inzwischen kennen wir uns ja alle mit der Familie Gebelein. Wir haben auch wunderschöne Momente zusammen, Abendessen und so, und es ist wunderschön, Teil der Familie zu sein. Und aber vor allem, ich liebe alles, was es hier gibt. Mein Haus ist auch mit Delta-Möbel eingerichtet. Es gibt immer wieder neue Ideen und es ist schön. Und was sagst du Giovanni, wegen deiner Liebe zu Delta? Giovanni ist auch verliebt in Delta. Er ist der Interior-Designer und Grafiker. Er schickt mir immer die Bilder, oder, von dem, was ich alles kaufen soll und mit nach Hause bringen. Du bist ein Modefreak und aber auch ein Möbelfreak demnach. Du schätzt Möbel. Ich liebe einfach Mode, Fashion, alles, was es schön gibt. Und Möbel gehören natürlich dazu, aber nicht nur. Auch die Dekoration, Teppich, Accessoire, die Boutique. Ich finde immer etwas bei Delta Möbel. Es gibt so schöne Sachen. Das muss auch so sein, weil da ist ein langer Weg vom Tessin daher, oder? Es geht, es sind zwei Stunden knapp, oder? Okay. Also Delta ist für dich nicht einfach eine Verpflichtung, sondern wirklich so eine Herzensangelegenheit. Ja, Delta ist für mich eben Familie. Das war Familie, Herz, wunderschönes Möbelhaus natürlich mit ganz vielen tollen Artikeln und eben seit 14 Jahren eine wunderbare Zusammenarbeit, die hat sich natürlich zur Freundschaft entwickelt, das kann man schon sagen. Jetzt weiß ich auch wer. Du sagst ja immer, kommen Sie als Kunde, gehen Sie als Freund. Und ich sage, du kommst als Freundin und du gehst aber auch als Kundin demnach. Ich bin als Christin gekommen, bin dann Kundin geworden, dann Freundin und jetzt eben, ich gehe immer mit ganz viel Ware nach Hause als Freundin, Kundin und Christin. Das ist es, das Delta-Feeling, die positive Art, das Engagement, das Christa da vorlebt. Lächeln, auch wenn es ein Knochenjob ist. Ein Lichtblick für jedes Unternehmen, wenn jemand so eine Einstellung hat. Und bei Delta spürt man die Einstellung an jedem Eck. Delta, familiär, einem harten Wirtschaftswind ausgesetzt, aber doch erfolgreich. Kein einfacher Job sicher. Ein Knochenjob, hier als Berater Touren zu drehen, wie der Peter Berger. Immer mit einem Blick auf die Kundschaft. Was braucht es denn für einen Wohnberater, habe ich ihn gefragt. Von der Beratung her, Fachkenntnis, Freundlichkeit, auf den Kunden eingehen, Zeit und Geduld. Und Sportlichkeit? Ja, das gehört ja dazu. Also ca. 9,5 Kilometer an einem Tag laufen, an einem normalen Samstag, das, ja. Ist das für dich so Arbeit oder Training für einen Ironman, den du einmal machst? Arbeit und Training gleichzeitig, da brauche ich dadurch nicht ins Fitnesscenter gehen.
Eben, also das heisst mit der Antwort, es ist eben schon nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Man muss auf einen Kunden eingehen, muss auch sportlich unterwegs sein, man muss relativ schnell sein im Denken. Also es ist eine vielseitige Tätigkeit. Ja, man muss eigentlich bei dem Job als Wohnberater jede Sekunde fokussiert sein, also jede Sekunde auf Empfangsschalter. Und das ist natürlich eigentlich ein bisschen harter Job. Du bist schon lange im Business, ist es härter geworden? Es ist viel härter geworden gegenüber früher. Was die Kundschaft anbelangt, viel anspruchsvoller geworden. Man muss gegenüber früher viel mehr Zeit investieren, obwohl Kunden meistens schon vorinformiert ins Geschäft kommen durch das Internet. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch unendlich viele Variationen, Farben, Modelle etc. und so weiter. Alles auch schwieriger geworden. Das Internet ist angesprochen, Preisvergleich natürlich. Also eben gleich alles in allem recht ein harter Job. Ja, wenn man die letzten 10 Jahre zurückschaut, ist eigentlich gravierende Veränderungen am Markt gewesen. Es wird sehr viel nur mehr über den Preis gesprochen, anstatt über die Qualität. Und ja, sehr viele Wohnberater springen genau auf die Preisdiskussion auf, anstatt über die Qualität zu reden. Und da braucht ihr einen Ausgleich. Wann machst du den nächsten Ironman? Wenn alles gut geht, nächstes Jahr im Juni, Ende Juni. Klagenfurt oder wo? Nein, es findet das erste Mal einer in Holland statt, im Westfriesland. Das ist eben ausgedehnter Feeling. Neben guter Beratung auch in ein persönliches Gespräch kommen. Eben sich als Kunde wohlfühlen. Aber jeder muss halt das Delta-Feeling für sich selber erleben. Die Vielfalt. Da kann man sich vertun, sich beschäftigen. Es muss nicht gerade ein Ironman werden. Aber ein bisschen Zeit muss man bei dieser Vielfalt halt schon mitbringen, um eben das Delta-Feeling selber zu erleben. Thank you.